Hey Leute, heute habe ich eine besonders emotionale Geschichte für euch, die sich in der letzten Folge der beliebten Sendung Immer wieder sonntags abgespielt hat. Moderator Stefan Mross musste sich nicht nur von seiner Show für dieses Jahr verabschieden, sondern wurde von der ARD und einigen besonderen Gästen überrascht. Das Ganze war so rührend, dass er die Tränen kaum zurückhalten konnte. Bleibt dran, denn wir schauen uns alle Details dieses herzerwärmenden Moments an. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Die letzte Folge der diesjährigen Immer wieder Sonntagssaison wurde am 8. September von der ARD ausgestrahlt und sorgte für einen unvergesslichen und emotionalen Abschied. Moderator Stefan Mross, der seit unglaublichen 20 Jahren durch die Sendung führt, verabschiedete sich am Ende der Episode von seinen Fans. Allerdings nicht für immer, sondern bis 2025, wenn die Show wieder zurückkehrt. Doch was niemand erwartet hatte: Die ARD hatte eine ganz besondere Überraschung für den beliebten Moderator vorbereitet. Während der finalen Folge wurde ein Video mit den schönsten Momenten aus 2 Jahrzehnten Immer wieder sonntags gezeigt. Dieses Video führte Mross durch seine lange Karriere als Moderator der Show und erinnerte an die vielen Highlights, die er zusammen mit dem Publikum und seinen Gästen erleben dürfte. Der 48-Jährige war von diesen bewegenden Bildern sichtlich gerührt und konnte die Tränen kaum zurückhalten. Doch das war erst der Anfang. Wenig später wurde ein weiteres Überraschungsvideo gezeigt, das mit liebevollen Grußbotschaften von Freunden und Kollegen aus der Musikszene gefüllt war. Darunter befanden sich Botschaften von Oli P., Olaf der Flipper und Semino Rossi, die alle herzliche Worte an Stefan Mross richteten. Besonders emotional war jedoch die Nachricht von Florian Silbereisen, der seit über 30 Jahren ein enger Freund von Mross ist. Silbereisen erinnerte in seiner Botschaft an ihre gemeinsame Kindheit und Jugend und betonte, wie tief ihre Freundschaft über all die Jahre gewachsen ist. Er sprach von ihrer bleibenden Verbundenheit und schickte Mross eine Umarmung aus der Ferne. Der Moderator war von diesen Worten so bewegt, dass er mehrmals sichtbar mit den Tränen kämpfte und seine Augen zusammenkniff, um die Rührung zu verbergen. Doch der emotionale Höhepunkt war noch nicht erreicht. Florian Silbereisen, der sich mit der symbolischen Umarmung unwohl fühlte, schlug scherzhaft vor, stattdessen eine richtige Umarmung zu geben. Und plötzlich passierte das Unerwartete. Silbereisen erschien auf der Bühne von Immer wieder sonntags. Der tobende Applaus im Studio zeigte, wie sehr diese Überraschung nicht nur das Publikum, sondern auch Stefan Mross selbst überwältigte. Niemand, und schon gar nicht Mross, hatte mit diesem Auftritt gerechnet. In diesem emotionalen Moment konnten sich die beiden Freunde endlich persönlich in die Arme schließen, und es war deutlich zu sehen, wie viel ihnen dieser Augenblick bedeutete. Mross hatte Tränen in den Augen, als er Silbereisen auf der Bühne sah, und die innige Umarmung der beiden Freunde war der Höhepunkt der Sendung. Die letzten Minuten der finalen Folge von Immer wieder sonntags waren geprägt von tiefer Freundschaft, Emotionen und herzlichen Gästen. Mit dieser bewegenden Überraschung endete die Saison der beliebten ARD-Sendung auf einer besonders emotionalen Note. Es war ein Moment, der nicht nur den Zuschauern im Studio, sondern auch vor den Bildschirmen in Erinnerung bleiben wird. Die Freundschaft zwischen Stefan Mross und Florian Silbereisen, die nun schon über 3 Jahrzehnte anhält, wurde an diesem Abend auf berührende Weise gefeiert. Dieser emotionale Moment hat uns gezeigt, wie wichtig wahre Freundschaften sind, auch in der Welt der Prominenten. Stefan Mross und Florian Silbereisen haben bewiesen, dass ihre Verbindung tief geht und sich nicht durch Zeit oder Umstände verändern lässt. Es war ein wunderschönes Ende für diese Immer wieder Sonntagssaison und man konnte sehen, wie sehr die beiden sich gegenseitig schätzen. Was meint ihr? Ist euch in letzter Zeit eine Freundschaft auch so wichtig geworden? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Momente euch in eurer Freundschaft besonders berührt haben. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.